Das ist das heftigste Nerf Battle in einem Wasserpark. Schau bis zum Ende, um zu erfahren, wer gewinnen wird. Und es geht direkt los, Freunde. Und er rutscht schon mal direkt die Wasserrutsche runter. Wow, was, wie cool ist das denn, Alter? Okay, anscheinend können wir sogar hier oben sehen, er hat gerade die Micro Bros 2. Und das Ding ist, er kann hier jetzt sogar mit dieser Waffe anscheinend einen anderen holen. Und muss dann probieren, 51 Leute, wie ihr es oben gerade sehen könnt, 51 Leute ausschalten, Freunde. So, er ist jetzt hier gelandet und er sieht ihn gar nicht. Und bam, den ersten Monkey hat er sich geholt, Freunde. Und jetzt hat er direkt schon, aha, eine neue Waffe geupgradet, Leute. Ah, das ist auf jeden Fall echt schon mal... Wow, sehr gut. Okay, den nächsten hat er sich hier schon mal geholt. Leute, es geht hier anscheinend mega ab, ne? Mit dem Tricera Blast. Und da kommt einfach... Was? Oh mein Gott, ein T-Rex auf ihn. Er ist angehittet. Kann er ihn holen? Er hat ihn geholt, Leute. Der T-Rex wurde ausgeschaltet. Und somit hat er schon mal hier vorne, glaube ich, anscheinend so ein kleines Medikit mit einer neuen Waffe. Oh, komm schon, schnapp dir das jetzt hier. Trink das schnell, den Powerade oder sowas. Dann wird es auf jeden Fall besser gehen. Oh, okay, sehr gut. Ihm geht's wieder gut, Leute. Und die neue Waffe ist auch am Start. Und zwar die Fortnite SR. Oha, so eine Sniper-Pistole anscheinend, ne? So, 4 hat er schon ausgeschaltet. Boom, boom. Oh, 5 ausgeschaltet. Den hat er ordentlich erwischt, ne? So, jetzt hat er hier die Fortnite Burst AR. Es geht hier auf jeden Fall echt heftig zur Sache, Leute. So, zack, hier die nächste Waffe. Pharao, ne? Da schwimmen sogar anscheinend 2. Komm. Jawohl, weggesniped. Das Schweinchen weggesniped. Und dann hier nochmal ganz kurz den... Wow, auch weggesniped, Leute. Boah, er hat einfach 2 Kills gerade gemacht mit der Sniper. Zack, erstmal nachladen, Leute, ganz wichtig. Und no-scopen. Genoscope, Freunde. Er hat ihn einfach genoscoped. Und jetzt hat er die Twin-Tide. Komm schon. Schnappt ihn dir alle. Ey, das ist so krass, Leute, dieses Video. Unnormal, ne? Das ist so cool. So, dann schnappt ihr das Boot, Kollege. Geh rauf. Schnappt ihr die Waffe. Gott, die Soazuka, ne? Was? Guck mal hier. Der hat ihn auch geholt. Er kann jetzt einfach hier rumschwimmen und kann sich die während des Schwimmens einfach alle schnappen, Leute. Bam, auch hier wurde das Ding geholt. Oh mein Gott, nein. Es greift den Hund an. Unterwasserkampf, Freunde. Schnell, hau ihn. Hau ihn oder sowas. Ja, und er hat die Waffe und zack, Leute. Boah, das war gerade mega knapp, ne? Los, tauch jetzt hier schnell durch. Tauch, tauch, tauch. Oh, was? Ein Hai. Ein Hai. Oh, er hat sich den Hai auch geschnappt. Was? Das hätte gerade echt böse enden können, ne? So, komm, Junge. Tauch weiter. Oh nein, wer ist das denn jetzt? Schnapp ihn dir. Hoch mit dir und bam, bam, bam. Oh, jetzt hat er einfach schon 15 Leute ausgeschaltet und ist immer noch nicht draufgegangen. Kann er schaffen, das Ganze zu machen, ohne drauf zu gehen? So, Compact SMG. Auch am Start weiter getaucht, Leute. Ganz, ganz wichtig jetzt hier. Oh mein Gott. Was machen die denn jetzt hier? Komm mal weiter. Schnapp ihn dir. Und zack, zack, zack. Schnapp ihn dir, Alter. Er hat sich auf jeden Fall alle geschnappt jetzt hier. Und Splash Maus, Leute. Was ist das denn für ein krasses Ding jetzt hier. Und, oh, und zack, jawohl, den hat es auch erwischt. Oh Gott, was ist das denn? Fortnite SPL, das sieht ja richtig krass aus, die Wasserpistole. Oh Gott, das ist gar keine Wasserpistole. Den hat er einfach so geschnappt, Leute. Sag mal, was ist das denn? Das ist der Frosch, Leute. Der Frosch vom letzten Mal. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, checkt die unbedingt aus nach dieser Folge, Leute. Da ging das Ganze in einem Freizeitpark ab, aber der Frosch tradet mit ihm jetzt eine Bazooka, Leute. Ja, Mann, Brofist, Kollege. Alter, der hat einfach jetzt hier eine Bazooka am Start. Und muss das hier, glaube ich, erstmal desinfizieren, Leute. Ganz, ganz wichtig jetzt hier. So, bop, bop, bop. Und jetzt hat er auf jeden Fall die Hände fresh gemacht für die Sauna. Oh Gott. Oha, der Konfu-Tiger. Der denkt auch, der ist krass, ne? Der kriegt jetzt einfach Bazooka-Schuss ab. Und gut ist dann, Freunde. Tiger. Und bop. Oh, voll in die Weichteile, Leute. Okay, zack, hat er jetzt hier wieder die Fortnite ARL, also die SKH am Start. Und die hat richtig viel Munition, wie man rechts sehen kann, Leute. Aber richtig viel. So, und oh Gott. Wow, der ist einfach in der Sauna. Und jetzt, er wurde nur runtergenockt. Nein. Oh, er hat trotzdem noch, seine Streak bleibt bestehen, Leute. 22, er braucht noch 8 Kills. Oder ich glaube 50 Kills, eher noch 30 Kills, Freunde, beziehungsweise 27 Kills, sorry, bis er die Nuke hat, Leute. Also danach hat er noch einen extra Kill. So, nächste Waffe, die SMG, Freunde, die MP. Sag mal, was machen die denn? Die spielen Blade. Er muss jetzt, Leute, er muss das Blade-Spiel gewinnen. Wenn er das jetzt nicht gewinnen wird, dann 1, 2, 3, dann zack und wow. Was? Oh mein Gott, der hat gewonnen, aber er schnappt jetzt einfach die Waffe, Leute. Und bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Okay, er hat auf jeden Fall jetzt beide geholt. Ey, was? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, 27 Kills, Leute. Jetzt über die Hälfte hat er jetzt schon geholt.
War es auch hier die Ente, ne? So, schnell. Kletter wieder hoch jetzt hier. Gott, komm jetzt. Es kommen noch mehr, Leute. Es kommen immer noch mehr. Auch den erwischt. So. Phönix. Oha. Die Phönix. Jetzt hat er schon 30 Kills, Freunde. Er hat jetzt schon eine Moab. Beziehungsweise sogar eine Nuke freigeschaltet. So, jetzt geht's auf jeden Fall richtig auf die Killstreak. Oh Gott. Die Pumpgun. Boom. Hat er auch erwischt, Leute. Oh mein Gott. Er hat das japanische Schwert. Oh Gott. Komm schon. Schnapp ihn dir. Unter Wasser. Du musst ihn dir holen. Du musst ihn... Hol ihn dir. Zack. Unterwasserkampf. Bam. Und... Zack. Oh mein Gott. Er hat ihn geschnappt, Leute. Ganz, ganz wichtig. Tauch schnell weg, Kollege. Da ist der Hai. Oh, oh. Da ist der Hai. Es geht rein in den Pokémon-Kampf. Der Hai ist jetzt da. Kann er sich den Hai irgendwie... Kann er den irgendwie holen, Leute? Dann muss er den befreien. Er muss ihn, glaube ich, befreien, ne? Er muss ihn befreien. Ah, der Hai hing quasi fest. Ah, er sagt, alles gut, Kollege. Jetzt hat er durch den einen Pokéball bekommen und hat jetzt den Hai im Pokéball drin. Also bleibt dran, Freunde. Der Hai ist mir anscheinend nützlich am Ende des Videos. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, jetzt hat er hier, was hat er jetzt am Start, Leute? Oha. Anscheinend die Hydra, Freunde. Eine richtig, richtig heftige Super Soaker-Waffe von Nerf. Und kann man auch sehen, dass die richtig gut spritzen kann, Leute. Auch hier, guck mal, das Schweinchen. Und Bob, auch im Wasser gelandet. Oh Gott, wer ist denn da? Wer ist denn da am Schlafen? Kollege? Weiß zwar nicht, was der am Schlafen da macht, aber kein Problem, Leute. Wir können jetzt hier direkt die Elite Hyperfire-Waffe nehmen. Und ich glaube, die Elite Hyperfire-Waffe wird gleich... Wow! Alter, habt ihr es gerade gesehen? Wie er den ausgelöscht hat. So, zack, weiter geht's. Ey, Leute, uns fehlen einfach nur noch 15 Kills, ne? 14 Kills, um quasi das Spiel durchgespielt zu haben. So, die Torben, ne? Boah, die haben so viele Waffen. Das ist so krass, Freunde. Bam, 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 bam. Auch viele Ziele geholt, den Kollegen. So, weiter geht's jetzt hier. Bam, 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 bam. Ey, das ist so cool. Leute, das ist so krass gemacht. Das hatte die Rex Rampage, Freunde. Die T-Rex-Waffe. Hat er jetzt auch den Kollegen geholt. Was geht ab? Wow, was macht der denn? Das Pferd. Hat er auch geholt, Leute. Wir sind jetzt hier bei den letzten 10 Kills. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, um jetzt hier die letzten 10 Kills nicht zu verpassen. Super Soaker HCE. Und jetzt hat er die Twin Tide, Leute. Die kann anscheinend zwei Wasserstrahlen auf einmal schießen. Oh, jetzt kann man auch sehen, dass auch der Affe da schnell geholt wurde. Okay, weiter geht's jetzt hier, Freunde. Er geht weiter nach oben. Zack und zack. Auf jeden Fall auch jetzt hier den geholt. Da, schnell, schieß ihn ab, bevor... Oh mein Gott, er hat ihn abgeschossen. Jetzt rutscht er einfach rein in die Rutsche. Es geht noch höher, Leute. So eine heftige Rutsche. Oh, Leute. Hier oben ist der... Oh mein Gott, hat er auch geholt mit der Twin Tide, Leute. Die letzten 5 Kills sind jetzt angesagt. Auch gegen den Elefanten. Er hat sich auch den Elefanten geholt, Leute. Ganz wichtig. Was ist das denn? Der Fischstick. Ha! Was ist das denn für eine Pistole? Okay. Erstmal wieder rutschen, Freunde. Yippie! Oh mein Gott, wie cool ist das denn, Leute? Er ist einfach wieder in der Rutsche am Start. Yeah! Oh mein Gott. Yippie, Freunde. In der Rutsche. Ja! Und ich glaube... Ja, Leute, ich glaube, er kann gleich mit diesem Fischstick unten jemanden holen. Und zwar den. Und er sieht den nicht. So, tauch unter. Genau. Schleich dich an, Kollege. Das sind die letzten 4 Kills. Das darf sie nicht vermasseln. Und den Fischstick. Bup, 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 bup. Alter, er hat ihn geschnappt. Er hat ihn sich geholt, Leute. So, wo ist er jetzt? Er geht jetzt... Oh mein Gott! Die Ente! Die Ente wurde auch geholt. Okay, nächste Waffe. Den Scatterblast. Die letzten 2 Kills. Zack und zack. Und jetzt haben wir den letzten Kill, Freunde. Da vorne ist der letzte. Da ist der letzte, Leute. Kann er sich den Typen holen? Der Bosskampf. Könnt ihr sehen, wie viel Leben der hat? Der T-Rex hat richtig viel Leben. Zack, zack und zack und zack. Alter, er hat ihn fast geholt. Fast ausgeschaltet. Oh mein Gott. Nein, was passiert jetzt? Der regeneriert einfach Leben, Leute. Und, wow, er macht, er gönnt, oha. Er macht Wellen, Leute. Er kann Wellen beschwören. Und dadurch hat er Probleme, auf jeden Fall jetzt hier gerade anscheinend da am Start zu bleiben. Was? Oha, die Wellen sind zu heftig, Leute. Er muss jetzt auf jeden Fall irgendwas bekommen. Er muss zu dem Zauberfrosch gehen, um jetzt anscheinend die geheime Sache zu bekommen. Und zwar die Coca-Cola, Freunde. Genau, trink die Coca-Cola. Oh, lecker. Und jetzt hat er die ausgeäxt, Leute. Alter, der muss jetzt ja gerade richtig verrückt gehen. Er hat die Cola ausgeäxt. Die Wellen bleiben bestehen, aber er kann jetzt hier nämlich den Pokéball werfen. Und zack, hat er das Boot mit dem Hai am Start. Nimm die Waffe, die Hydra. Er schnappt ihn jetzt schnell. Los, komm schon. Bring ihn zu dem Bösewicht. Zu dem T-Rex. Und schnapp dir den T-Rex, Kollege. Komm schon, blast ihn weg. Blast ihn weg.
Ja, die Leben sind fast weg. Und jawohl, er hat 51 von 51 Kills gemacht. Und somit hat er einfach die geheime, den geheimen Koffer freigeschaltet. Was haben wir im geheimen Koffer, Freunde? Was ist da drin? Ich glaube, da ist was richtig Krasses drin, ne? Gehen wir mal in Land und gucken mal, was sich jetzt hier in dem Koffer befindet. Bro ist auf jeden Fall an den Hai. Und in dem geheimen Koffer haben wir schon drin nach oben. Ich bin gespannt, Freunde. Oh ja, und was kriegt der, Leute? Es sind einfach so viele Goldmünzen. Oh mein Gott, es ist einfach reich. Und hat einfach ein richtig cooles Essen jetzt freigeschaltet, Leute. Wenn ihr von der Messe möchtet, noch weitere Nerf-Battles in anderen Orten, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt auf jeden Fall den Kanal aus, Link in der Beschreibung. Und checkt die Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.